Herzlich willkommen bei Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Letzte Mission haben wir den jungen Anakin kennengelernt, ein Portrin gewonnen haben und das Schiff ist endgültig repariert. Zum Senat wieder. Anakin, runter! Sie sollen schlafen. Schmerzt das nicht? Na, Maul. Endlich haben wir den Jedi zu erkennen gegeben. Folge ihnen, mein junger Schüler. Du weißt, was zu tun ist. Tja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Ja, allerdings denke ich, dass dieser Fremde ein Sith Lord gewesen sein könnte. Ein bekannter Sith Lord. Boah, Sith Krieger. Boah, Sith. Sehr nachbiziert. Sieh an, Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät, Meister Jedi. Naja. Mal schauen, wo ist die Karte? Aha. Jedi-Tempel. Innere. Senatbezirk. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, Euer Majestät. Die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Aha. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter zu besprechen? Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation auf Naboo zu besprechen. Obwohl... Er hat nur wenig wirkliche Macht und es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Es wäre das Beste, wenn Ihre Majestät auf die Wahl eines neuen obersten Kanzlers drängte, der die Kontrolle übernehmen und uns Gerechtigkeit verschaffen kann. Ah, wir sind da. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Ich habe dort noch einiges zu erledigen und werde nun aufbrechen. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Bis dahin. Steigt ein. Komm, bis dahin.
erstmals alles durchschauen, von oben nach unten, Etage zu Etage. Meine Güte. Halbe Coastern. Als Lego-Format. Wie geil sieht das aus. Was brauchst du? Großartig! Wieder ausgesperrt! Nun, zum Glück habe ich eine Ersatzfernbedienung. Und wo? Ganz saft, oder? Also gut, das hat nicht funktioniert. Wenn das so weitergeht, verkaufe ich heute kein einziges Schiff mehr. Ich muss unbedingt den Ausstellungsraum aufkriegen. Na toll! Wieder ausgesperrt! Eins von acht. Zwei von acht. Drei von acht. Das. Der nächste Schild, bitte. Sollen die braven Bürger von Korusant jetzt in der Stadt herumkommen? Vielleicht mit anderen Taxis? Ja, das könnte man wohl machen. Aber Taxis zu stehlen ist trotzdem nicht in Ordnung. Bitte helft mir, meines wiederzufinden. Hat denn gar niemand mit... Erstmal muss ich das halbe Karte aufdecken. Mal schauen, was hier gibt. Aha, eine Bar. Nächste Geschäft. Was ist hier drin? Aha. Restaurant. Ah, das war ein kleines Geschäft. Mal schauen, was hier. Aha. Edelschall- und Schmuckgeschäft.
sicher. Eine Tasse Rindentee auf der obersten Ebene kostet ungefähr so viel wie ein Haus auf der untersten Ebene. Aber diesen schönen Himmel zu sehen, ist einfach unbezahlbar. Wortwörtlich, es ist unbezahlbar. Okay, Fräulein. Musikschule. Wow, Musikgeschäft. Schon. Aha. Oh, komm schon. Hoch damit. So. Und alles hier hoch. Segelt das einfach nach unten, anstatt oben drauf. Und ich flutsche runter. Ja, fein, fein, fein. Die Bank. Aha. Aber die Bank ist ein bisschen so klein. Das braucht man einen Charakter mit Jetpack.
kommen. Da. Stück Fels oder ja, super. Der Anakin recht mit den Jedi. So etwas habe ich nicht mehr gesehen. Großer Fels, kleinen Stein. Na, so. Dabei. Ich muss mithilfe von den Datenkarten kannst du witzige Extras freischalten. Das ist der Unterschied mit rote Lego-Steine. Damals. Verbucht.
Mal schauen. Königin Amidala. Königin Amidala ist die Monarchin des Planeten Naboo. Königin Amidala ist ein Verfechterin der Demokratie und glaubt fest an Gerechtigkeit und Redefreiheit. Mit ihren politischen Haltungen macht sie sich viele Feinde, sodass sie sich oft als ein ihre Dienerin tarnt, um sich Ignonito geheim bewegen zu können. Qui-Gon. Qui-Gon Jinn ist ein weiser und respektierter Mitglied des Orden der Jedi. Als ihr ein Sitz im Rat der Jedi angeboten worden war, lehnt er ihn ab, um seinen eigenen Weg zu gehen. Diese Art von unvorhersehbarer Entscheidung zeigt, wie einzigartig Qui-Gon unter den Jedi ist. Obi-Wan Kenobi ist immer noch ein Padawan-Schüler, zeigt aber ein ausgeprägtes Verständnis der Macht und ist sehr geschickt mit dem Lichtschwert. Er ist nicht immer mit den Methoden seines Meister Qui-Gon Jinn einverstanden, aber respektiert dennoch seine Weisheit. Der junge Anakin. Anakin Skywalker wurde als Sklave auf Tatooine geboren, doch er war alles anders als ein gewöhnlicher Kind. Eines Tages brachte das Schicksal einen Jedi vor seine Tür. Qui-Gon Jinn, der fest daran glaubte, dass Anakin eine wichtige Bestimmung hatte, er nahm Anakin als seinen Schützling an, um ihn in dem Wege der Jedi zu unterweisen. Ja. Charakterauswahl nicht verfügbar. Ja, ich stecke irgendwie fest. Irgendwie. Weltraum und wir zurück. Ja. Sagen alle. Und jetzt? Greift an!
Wo denn? Wenn ich freilich hab? Schreie dich ab. Ja, die nicht schon wieder. Ja, ja. Hoppa. Wo bist du denn? Galaktische Republik hat gewonnen. Oh, Haufen. Mein lieber Brocken. Was ist das? Ah! Ja! 22 Stunden! Gib mir mehr! Ach ja. Du verstehst echt keinen Spaß. Ich will keinen Ärger mehr mit dir. So. So schnell für dich. Oder für euch. Hoppa. Mach dich bereit für deine Vernichtung. Und wie? Ich brauch das. Ich brauche mehr Kyberkristalle. Wo ist der Felsbrocken? Ah, da bist du ja. Mein lieber Brocken. Gib mir dein Bares.
Und zu guter Letzt. Puff. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Ah. Hatte Tatooine ein? Ja. Hab ich dich. Sternjäger, Kopikanischer Kreuzer. Großschiffe, Mikroschiffe. Allgemein. Du kannst schnell springen, wenn du die Galaxie erkundest. Lauf ohne Unterbrechung oder drück die Analog-Taste, um mit dem Sprinten zu beginnen. Aktuelle Stufe 10% schnell sprinten. Nächste Stufe. Wow. Die Geschwindigkeit, Bowset per Hand zu bauen, wird erhöht. Konterkies. Du erhältst Steinchen, wenn du im Kampf erfolgreich konterst. Drücke die Dreieck-Taste, wenn Warnzeichen zu sehen ist. Du erhältst 250 Steinchen für jeden erfolgreichen Konter. Schiffverbesserer. Vergrößere die Angriffskraft deines Schiffes. Sammelgegenstände anzeigen. Wichtige Sammelgegenstände in aktuell Gebiete werden mit einem Hilfesymbol versehen. Steinchen anziehen. Lego Credits aus großer Entfernung anziehen. Mehr Gesundheit. Nahkampf. Effizienz. Angriff durch Lichtschwerter und andere Nahkampfwaffen verstärkt. Fernkampf. Effizienz. Angriff durch Blaster und andere Fernwaffen wird verstärkt. Gesundheitswiederherstellung. Ja, Gesundheit wird früher und schneller automatisch wiederhergestellt. Ja, früher hat man es ja extras benutzt. Die Wucht der Macht. Immer her damit. Oh. Ups. Hab ich irgendwie. Senat.
So. Konter. Radios, natürlich brauche ich das. Kernweltenplatz. Dieser Anblick so richtig nice aus. So, das war's für diesen Part. Und im nächsten Part, wenn wir in das Senatsgebäude reingehen und mit Purpertine plauschen, was die Pläne mit Namu weitergehen. Sag ich nur ein Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, ein Like zu drücken und einen Kommentar zu hinterlassen. Euer Herr Gamer Logun. Tschüss, bis bald, bis zum nächsten Mal bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Tschüss!